Und zwar waren wir stehen geblieben bei dem Thema, dass wir einen Graphen, systematisch durchsuchen. Und zwar habe ich das irgendwie kurz gemacht, als Breitensuche und als Tiefensuche. Also wir haben einen Graph gegeben und wir müssen den jetzt einmal systematisch durchsuchen. Das heißt, wir müssen alle Knoten erreichen. Ja, also beispielsweise, wenn wir irgendwie jede Kante oder jeden Knoten einmal überprüfen wollen, um irgendwas zu kontrollieren oder Anzahl Knoten, Kanten zählen, Zusammenhangskomponenten identifizieren, das machen wir gleich, oder auch um einen Weg zwischen Knoten zu bestimmen. Und ja, das Ganze soll natürlich wieder möglichst effizient erfolgen und er sollte natürlich auch richtig sein. Und wichtig ist, wenn ich von systematisch rede, ja, dann nicht irgendwie ausprobieren, ach Mensch, hatten wir den Knoten schon, dann gucke ich mal, gehe ich mal zu einer nächsten Kante. Also dass wir schon irgendwie eine vernünftige Reihenfolge definieren, mit der wir halt die Kanten und die Knoten untersuchen. Was wir machen, also hatte ich ja beim letzten Mal ganz kurz angedeutet, wir müssen irgendwie die Knoten erstmal identifizieren. Und das machen wir, indem wir die, wenn wir ja jetzt gleich einen Algorithmus starten, dass wir die Knoten markieren. Ja, initial sind alle in einem dieser drei Zustände, und zwar in dem Zustand undiscovered, also Knoten, die wir bislang noch nicht besucht haben. Wenn wir die dann erreichen, dann wechseln sie den Zustand, kommen in den Zustand discovered, also dass wir sie entdeckt haben. Und wenn wir alle ausgehenden Kanten eines Knotens untersucht haben, ja, dann ändern wir nochmal den Zustand in completely explored. So, initial, also wir fangen natürlich mit einem Knoten an. Ja, einen müssen wir auswählen, wenn wir jetzt systematisch den Graphen durchlaufen wollen. Eines wird der Startknoten sein. Initial bekommt nur der diesen Zustand discovered. Ja, und was wir dann machen, dann gucken wir uns sozusagen die nachfolgenden Knoten an. Also nachfolgend in dem Sinne, dass es eine Kante von dem Startknoten zu den Nachbarknoten gibt. Ja, und wenn wir die erreicht haben, werden die auf den Zustand discovered gesetzt. Und was wir jetzt gleich machen werden, wir werden halt eine Datenstruktur verwenden, um uns die Knoten zu speichern, ja, um dann sozusagen von diesen Knoten aus weiterzugehen. Ja, was wir irgendwie machen, wenn wir irgendwie hier so einen Graphen haben, und beispielsweise irgendwie so sind die Kanten. Wir möchten jetzt alle Knoten besuchen. Ja, wir würden vielleicht den hier als Startknoten markieren. Dann würden wir uns die Nachfolge angucken. Ja, würden also sozusagen hier diese Kante verfolgen, diese Kante verfolgen. Und die Knoten, die wir dann identifizieren, die werden in eine Datenstruktur eingetragen, um dann halt systematisch sozusagen alle Knoten zu erreichen. Ja, wenn wir den dann hier quasi fertig bearbeitet haben, indem wir nämlich beide Kanten sozusagen abgearbeitet haben und die dann folgenden Knoten in der Datenstruktur eingetragen haben, ja, hatte ich schon gesagt, das machen wir mit einem Stack oder mit einer Queue, ja, dann würden wir uns sozusagen, wenn wir diese Kanten hier betrachten, tragen wir diese beiden Knoten jetzt beispielsweise in die Queue ein. Ja, und wir müssen dann ja einen dieser beiden Knoten auswählen, den wir als erstes nehmen. Ja, das wird dann derjenige sein, den wir halt als erstes in die Queue eingetragen haben. Ja, und dann würden wir das sozusagen von dem aus beispielsweise weitermachen, auch dessen Nachbarn angucken und so weiter und so fort. Genau, das hatte ich gerade schon gesagt, wir brauchen eine Datenstruktur zur Verwaltung der Knoten, indem wir nämlich dann auch dadurch eine Reihenfolge festlegen, mit der wir diese Knoten bearbeiten. Ja, und häufig, Aufwand, ja, wie häufig gucken wir uns jede Kante an? Das möchten wir natürlich möglichst gering halten. Ja, Bearbeitungsreihenfolge der Knoten, das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, oder eben ja gerade auch. Also das machen wir entweder mit einem Stack und mit der Queue. Und wir werden gleich sehen, dass sich dadurch halt ganz andere Reihenfolgen ergeben, wenn wir diese beiden Datenstrukturen verwenden, um die sozusagen entdeckten Knoten zu verwalten. Das heißt, wenn wir einen Knoten entdecken, packen wir die hier in diese Datenstruktur rein, in die Queue oder in den Stack. Ja, und dann bauen wir nach und nach. Der Algorithmus läuft dann sozusagen so lange, wie wir noch Einträge hier in der Queue haben bzw. im Stack haben. Im Falle eines Stacks läuft das auf eine sogenannte Tiefensuche hinaus. Ja, das gucken wir uns gleich nochmal ganz kurz an. Und im Falle der Queue läuft das auf eine sogenannte Breitensuche hinaus.
Bei der tiefen Suche gehen wir sozusagen vom Startpunkt aus möglichst schnell, möglichst weit weg. Und von der breiten Suche versuchen wir sozusagen zunächst alle Knoten zu identifizieren, die möglichst dicht am Startknoten dran sind. So, ich habe das hier nochmal auf der Folie visualisiert. Also das sei mal unser Startknoten. Den würden wir jetzt in den Zustand Discovered versetzen. Das ist der einzige Zustand, einzige Knoten mit diesem Zustand. Alle übrigen Knoten sind noch nicht entdeckt, sind noch undiscovered. Für die Breitensuche verwenden wir so eine Queue. Das heißt, wir tragen am einen Ende ein, am anderen Ende entnehmen wir. Und genau, zu Beginn steht das S hier drin. Und ich würde mir jetzt sozusagen diese beiden Nachbarkanten hier angucken oder die Nachbarknoten von S angucken, Knoten A und B, trage die hier ein in diese Queue. Ich will die Einträge jetzt hier drin stehen lassen, weil dann kann man immer noch die Verarbeitungsreihenfolge erkennen. Darum, wenn ich jetzt einen Knoten hier lösche, mache ich hier einfach so ein X darüber. Also das sind jetzt die beiden Knoten. Was ich zusätzlich mache, ich setze so eine Abstandsmarkierung. Das sind diese kleinen Zahlen, die ich hier dran geschrieben habe. Ja, der Startknoten bekommt initial die Abstandsmarkierung 0. Das ist sozusagen die Distanz zum Startknoten. Und wenn ich jetzt einen Knoten entdecke, dann gucke ich mir sozusagen die Distanzmarkierung des vorhergehenden Knotens an. Ja, für den Knoten A beispielsweise, der wird entdeckt vom Knoten S. Knoten S hat Abstandsmarkierung 0, ja, und für diese eine Kante wird einer drauf addiert. Darum steht da eine 1. Genau das gleiche für das B. Das B wird vom Knoten S aus entdeckt und bekommt als Abstandsmarkierung einen auf die 0 drauf gerechnet. Das heißt, das ist die 1. So, jetzt nehme ich quasi das nächste Element aus der Queue raus. Das ist in diesem Fall jetzt, ich trage die jetzt immer irgendwie lexikografisch ein, wie ich sie entdecke. Das heißt, als erstes habe ich das A eingetragen, dann das B. Das könnte ich aber genauso gut auch anders machen. Ich nehme das A, das wäre dann der nächste Schritt. Ja, vom A aus gucke ich mir jetzt diese drei Nachbarn an. Der war schon im Zustand discovered, den muss ich nicht nochmal hier aufnehmen. Der ist nämlich schon hier drin. Dadurch, dass er den Zustand discovered hat, weiß ich, der ist in der Queue drin. Der ist bereits hier, wenn ich mir jetzt, also ich gucke mir jetzt alle ausgehenden Kanten von A an. Ja? B ist bereits discovered, S ist bereits completely explored. Ich nehme jetzt nur die Knoten oder gucke mir nur die Knoten neu an, die noch undiscovered waren. Das waren in dem Fall hier C und D. Ja, die habe ich jetzt sozusagen neu entdeckt. Die bekommen auch den Zustand discovered und ich trage sie hier in die Queue ein. A ist damit abgearbeitet, bekommt den Zustand completely explored und wird hier in der Queue gelöscht. Knoten C und D habe ich erreicht vom Knoten A aus. Das heißt, die Abstandsmarkierung, die ich hier gesetzt habe, 2, ergibt sich aus 1 plus die eine Kante. Und so geht das jetzt weiter. Ja, als nächstes würde ich jetzt den Knoten B aus der Queue nehmen. Von B aus, ich gucke mir auch wieder alle nachfolgenden Knoten an, also alle benachbarten Knoten von B. S ist bereits vollständig bearbeitet, A ist bereits vollständig bearbeitet, C ist bereits discovered. Knoten, den ich neu entdecke, ist der Knoten E. E bekommt entsprechend diesen Zustand, wird hier in die Queue eingetragen, bekommt als Abstandsmarkierung die 2, ergibt sich aus 1 plus die eine Kante, die ich hier gegangen bin, um E zu entdecken. Und wir können zum nächsten Schritt ausgehen. Hier unten baut sich, ich habe das mir hier so als Suchbaum bezeichnet, das ist sozusagen der Weg, der gegangen wird, wenn ich sozusagen einen Knoten erreiche. Den Knoten D haben wir erreicht über den Knoten A. Von S aus, ja, das ist sozusagen der Weg, den ich gehen muss, um von S aus zum Knoten D zu kommen, ja, entspricht sozusagen der Länge dieser Abstandsmarkierung hier. Genau das gleiche für E. E könnte ich ja über mehrere Wege erreichen. Ja, E könnte ich auch erreichen über S nach A, nach C, nach E. Ja, aber es ist hier ja entdeckt worden, dieser Knoten vom Knoten B aus, als Abstandsmarkierung der Wert 2. Und das entspricht auch hier diesem Eintrag in diesem Suchbaum.
Der Weg von S nach E geht über den Knoten B. Nächste Knoten ist der Knoten C. Die nehmen wir uns jetzt vor, da wird sich jetzt nichts ändern, weil der hat sozusagen keine ausgehenden Kanten, die zu einem Knoten führen, der noch undiscovered ist. Das heißt, da passiert nichts, der wird einfach nur gelöscht aus der Q. Dann entnehmen wir das D. Von D aus erreichen wir jetzt sozusagen den Knoten H und den Knoten F. Ja, entsprechend bekommt der den Zustand completely explored. Die beiden bekommen den Zustand discovered, werden hier in die Q eingetragen. Als Abstandsmarkierung bekommen sie den Wert 3, ergibt sich aus 2 plus jeweils die eine Kante, die wir da gehen. Und werden auch entsprechend hier in diesem Suchbaum gedanklich eingetragen. Als nächstes der Knoten E. Von E aus entdecken wir noch das G. Auch das bekommt den Zustand discovered und die Abstandsmarkierung 3, weil der Knoten, von dem wir es aus entdeckt haben, hatte als Abstandsmarkierung den Wert 2. Ja, und jetzt wird sozusagen die Q noch abgearbeitet, ohne dass sich jetzt hier noch großartig was ändert, weil wir haben jetzt alle Knoten entdeckt. Außer dass sozusagen die jeweils hier ihren Zustand ändern, entsprechend der Reihenfolge, wie wir sie hier aus der Q entnehmen, das H und zum Ende das G. Ja, Breitensuche, wir sind sozusagen von dem S ausgegangen, haben quasi erst so die erste Schicht, ja, das sind nämlich die Knoten, die jetzt Abstandsmarkierung 1 haben, haben wir sozusagen bearbeitet. S, dann AB. Dann haben wir sozusagen alle Knoten bearbeitet, die die Entfernung 2 zum Startknoten haben. Das war das C, das war das D und das war das E. Ja, und zum Schluss haben wir quasi die Knoten bearbeitet, die Abstandsmarkierung 3 haben. Darum irgendwie Breitensuche. Wir gehen erst quasi hier durch, dann hier durch und dann hier durch. Ja, das hatte ich eigentlich, glaube ich, gerade alle schon gesagt. Ja, die Breitensuche stößt auf alle Knoten mit Abstand k, bevor er auf Knoten mit Abstand k plus 1 trifft. Ja, das ist sozusagen dieses Schichtenmodell, was ich gerade gesagt habe. Und der entstehende Suchbaum enthält jeweils den kürzesten Weg vom Startknoten zu den übrigen Knoten. Ja? Und das gibt uns gerade diese Abstandsmarkierung vor. Ja, das sieht dann im Code so aus. Ja, am Anfang. S ist mein Startknoten. Und ich habe das jetzt irgendwie hier so gemacht, dass ich einmal mir den Zustand hier in dem Array merke. Ja, ich sage jetzt hier sozusagen in der Initialisierung setze ich jeden Knoten auf den Zustand undiscovered. Jeder Knoten bekommt als Abstandsmarkierung den Wert unendlich, ja, also irgendwie ein Wert, der größer ist als alle tatsächlich vorkommenden möglichen Abstände. Und das ist sozusagen das Feld D, Distance, und das Feld Parent enthält für jeden Knoten den Knoten, von dem aus er erreicht oder sie erreicht wurde. Ja, ist initial sozusagen auch initialisiert mit nil. Der Startknoten bekommt den Zustand discovered, hat keinen Vorgängerknoten, bekommt als Abstandsmarkierung den Wert 0 und ist sozusagen der erste Knoten, der hier in diese Q eingetragen wird. Ja, und dann im Prinzip genauso, wie wir das gerade gemacht haben. Wir laufen, solange die Q nicht leer ist, nehmen den vordersten Knoten raus, machen dann irgendwas damit, bearbeiten, keine Ahnung. Ausgeben, Namen ausgeben, je nachdem, was wir halt jetzt sozusagen im Graphen gespeichert haben. Und dann nehmen wir sozusagen jede Kante oder jeden Knoten aus der Adjazenzliste raus. Ja, die Reihenfolge ist hier jetzt nicht vorgegeben. Ich habe das eben so lexikografisch gemacht, aber das ist halt hier jetzt implementierungsabhängig, wie man da sozusagen den nächsten Knoten entnehmen würde. Ja, dann mache ich da beispielsweise irgendwas mit. Und dann mache ich genau das, was ich gerade hier dargestellt habe. Ich setze den Zustand und mache nur dann was damit, wenn der Knoten noch undiscovered ist. Ja, für die bereits entdeckten und die vollständig bearbeiten, mache ich nichts. Da werden die einfach ignoriert.
Ja, da wird der Zustand neu gesetzt, die Abstandsmarkierung wird gesetzt, der Vorgängerknoten wird gesetzt und er wird in die Queue eingetragen. Ja. Und am Ende entnehme ich das Element aus der Queue und genau, dann ist der Zustand State U. Ja, passt. Dann wird er sozusagen auf Completely Explored gesetzt. Wenn ich diese Schleife sozusagen durchlaufen habe, dann sind ja alle Kanten bearbeitet, alle ausgehenden Kanten des Knotens U, und ich kann ihn halt auf diesen Zustand setzen. So, das gilt am Ende des Algorithmus für jeden Knoten. Und zwar, das hatte ich mal irgendwann definiert, den Abstand innerhalb eines Graphen, einfach sozusagen die Anzahl oder die Länge des kürzesten Weges von dem Startknoten zu einem Knoten U. Das ist der Abstand von U zu S. Ja, und das wird genau berechnet durch diese Abstandsmarkierung, die wir hier mit dem Algorithmus gesetzt haben. Und wenn wir das nicht gesetzt haben, dann bleibt das auf dem Wert unendlich. Das tritt beispielsweise auf bei der Übungsaufgabe auf dem aktuellen Übungsblatt. Da haben wir diesen Graphen. Und weiß nicht, wenn Sie sich das schon angeguckt haben, da sind gewisse Knoten nicht erreichbar, wenn ich von dem Startknoten ausgehe, den ich da benannt habe. Genau. Und was wir zunächst schon mal folgern können, wenn wir jetzt mit einem Knoten S als Startknoten anfangen, ja, dann können wir die folgende Aussage treffen. Genau dann ist G zusammenhängend, wenn DU, also die Abstandsmarkierung, die wir da gesetzt haben, am Ende einer Breitensuche ausgehend vom Startknoten S für jeden Punkt definiert ist. Ja, wenn es einen Knoten gibt, bei dem diese Abstandsmarkierung nicht gesetzt wurde, also bei unendlich verbleibt, dann wissen wir, dann haben wir diesen Knoten vom Startknoten aus nicht erreicht. Ja, und das war ja gerade der Begriff des Zusammenhangs im Graphen, dass ich jeden Knoten von jedem anderen Knoten aus erreichen kann. Ja, und wenn mir das hier nicht gelingt, dann weiß ich, dann kann der Graph nicht zusammenhängend sein. Wie aufwendig ist das Ding? Initialisierung, da machen wir im Prinzip einmal eine Schleife über alle Knoten. Ja, das heißt, da haben wir einen Aufwand von O von V. Ja. Ja, was machen wir hier in dem zweiten Teil? Ja, unabhängig von der Reihenfolge durchlaufender Knoten, jede Kante wird genau zweimal besucht. Warum ist das so? Naja, sie wird sozusagen einmal in diesem Teil der Schleife einmal bearbeitet, nämlich hier wird sie sozusagen rausgegriffen. Wenn ich jetzt irgendwie einen Knoten U habe, ja, oder ich habe eine Kante, sagen wir mal U, V, ja, dann wird die Kante einmal bearbeitet, wenn ich sozusagen das U hier gerade am Wickel habe. Ja, und ein zweites Mal wird die Kante bearbeitet, wenn ich sozusagen das V hier gerade bearbeitet habe. Dass ich sozusagen in der Zeile 10 hier, da nehme ich mir immer einen Knoten aus der Queue raus. Und wenn ich dann den Knoten V da habe, ja, dann gucke ich mir in der Zeile 12 diese Kante auch nochmal an, um dann festzustellen, dass dann vielleicht der Knoten U schon bereits den Zustand discovered oder completely explored hatte. Ja, dann mache ich aber nichts mehr weiter damit. Ja, aber ich packe sie hier sozusagen einmal an. Und jeder Knoten wird nur einmal in die Queue eingefügt, ja, nämlich nur dann, wenn er noch im Zustand undiscovered war. Wenn er bereits discovered war oder completely explored war, dann trage ich ihn hier nicht noch einmal ein. Ja, weil das ist sozusagen die Zeile hier, Zeile 18. Das ist die Zeile, in die ein Knoten in die Queue eingetragen wird. Und wenn ich den Knoten dann hier sozusagen wieder rausgenommen habe oder mir zumindest den Anfang der Queue angeguckt habe, dann wird er hier sozusagen auch nur einmal wieder gelöscht. Das heißt, auch diese ganzen Queue-Operationen laufen in O von V Zeit. Ja, die Adjazenzliste wird durchlaufen, wenn ein Knoten entfernt wird. Genau, ja, das ist ja sozusagen die Bearbeitung des Knotens hier. Ja, dann durchlaufe ich einmal die ganze Adjazenzliste.
Ja, und die Summe der Länge aller Adjazenzlisten, das ist auch O von E, beziehungsweise man kann auch sagen O von 2 mal E, aber diese Konstante 2 fällt natürlich bei der Groß-O-Notation weg. Das heißt, die Summe der Länge aller Adjazenzlisten ist O von E. Und damit haben wir einen Gesamtaufwand für die Breitensuche, der sich ergibt aus O von V plus E oder O von Anzahl der Knoten plus Anzahl der Kanten. So, und dann das eine will ich gerne noch zeigen, um nochmal irgendwie auch wieder so ein Beweisprinzip zu machen, und zwar die folgende Aussage. Und zwar gilt das Folgende am Ende des Algorithmus. Das hatte ich gerade auf der Folie schon stehen, aber das möchte ich ganz gerne auch nochmal argumentieren, warum das wirklich so ist. Also dieser Abstand von S nach U, was ja definiert ist als der kleinste Abstand oder die Länge eines minimalen Weges von S nach U, das ist gerade dieser Wert D von U, den wir im Algorithmus berechnet haben. Genau, und wenn ich den Knoten nicht erreiche, dann bleibt es beim Wert unendlich. So, das begründen wir mal. So, d von u wird mit dem Wert unendlich initialisiert. Ja, und es gilt nach Ablauf des Algorithmus, dass d von u unendlich ist. Wenn d von u im Algorithmus undefiniert bleibt. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, dass dieses d von u, dass das gerade die Länge des kürzesten Weges ist. Das müssen wir ein bisschen begründen. Und jetzt sei u ein Knoten mit d von u ungleich unendlich. Dann gilt zunächst mal, das schreibe ich nochmal hier drin, hier dran, dass d s u ist der Abstand von s nach u, und das ist gerade Länge des kürzesten Weges von S nach U. So haben wir das definiert. Und wenn das so ist, wir haben ja hier mit diesem D von U diese Abstandsmarkierung gesetzt, dann ist das definitiv, muss das größer gleich sein
der Länge eines kürzesten Weges. Ja, weil mit dem Algorithmus berechnen wir einen Weg nach U. Ja, und wir müssen jetzt zeigen gleich, dass das nicht nur größer gleich, sondern dass das tatsächlich auch gleich ist. Dann gilt d von S kleiner gleich d von U, da auf einem Weg der Länge d von U von S aus erreicht wurde. So, und jetzt machen wir einen kleinen Induktionsbeweis, dass hier an dieser Stelle sogar das Gleichheitszeichen gilt. Fangen wir an mit dem Induktionsanfang. D von S, S ist gleich 0 ist gleich D von S. Ja, da gilt das auf jeden Fall. Induktionsschluss. Es sei jetzt der Abstand von S nach U sei irgendwie n plus 1 und es sei die folgende Knotenfolge. Das sei ein kürzester Weg. Von S nach U. Also der Abstand sei n plus 1. Das hier sei jetzt ein kürzester Weg, also irgendeine beliebige Folge von Knoten, die jetzt gerade diesen kürzesten Weg ergeben. Das haben wir jetzt. Dann muss auch das Folgende gelten. Dann ist das Folgende, nämlich der Weg von S zum Knoten Vn, dann ist das ein kürzester Weg von S nach Vn. So, dann gilt nach Induktionsvoraussetzung, dann gilt, dass genau dieser Abstand hat ja jetzt einen Knoten oder eine Kante weniger. Das heißt, das ist nicht n plus 1, sondern n. Ja, und das ist aber auch gerade nach Induktionsvoraussetzung jetzt dieser Distanzwert für den Knoten Vn. Also gilt das Folgende, also gilt dass das, dieser Distanzwert für den Knoten Vn echt kleiner ist als der Distanzwert für den Knoten U. Warum gilt das? Naja, weil ich ja den Knoten hier auf diesem kürzesten Weg, weil das ja sozusagen der Vorgänger ist. Das Vn ist der Vorgänger von dem Knoten U auf diesem kürzesten Weg. Also gilt dvn kleiner du. Und weswegen
in diesem Durchlauf der Breitensuche vor dem Knoten U bearbeitet wird. Und da jetzt da G, die Kante, ja, diese Kante, die muss im Graphen enthalten sein, Kante VNU. Wird dieser Knoten U spätestens jetzt entdeckt, wenn wir nämlich den Knoten VN bearbeiten. Bei der Bearbeitung das heißt, wir würden jetzt, wenn wir dann den Knoten U, tragen wir dann ja in diesen, in diese Q ein. Er wird dann bearbeitet, bekommt dann die Abstandsmarkierung des Knotens, von dem aus er erreicht wurde. Ja, damit folgt somit dass der Knoten D von U, ja, kleiner gleich n plus 1 sein muss. Ja, wir haben ihn genau. Damit folgt somit, dass d von u kleiner als n plus 1 sein muss und insgesamt und damit sind die entsprechend identisch. Ja, wir hatten ja hier sozusagen den Abstand. Hier oben haben wir gesagt, das Ding ist n plus 1. Ja, und damit haben wir jetzt auch, dass die beiden identisch sind. Das heißt, diese Abstandsmarkierung, die wir in diesem Breitensuchdurchlauf setzen, das gibt gerade die Länge des kürzesten Weges an, ausgehend von dem Startknoten. Ja, das macht man häufig hier, wenn man mit Graphen zu tun hat, so Induktionsbeweise, wo man dann im Prinzip durch den Graphen durchgeht, ja, und sich überlegt, okay, jetzt nehmen wir noch einen Knoten dazu, ja, dass dann sozusagen das Argument, was man dann vielleicht hat, ja, sozusagen sich der Weg um 1 größer wird und sich das Argument entsprechend induktiv fortsetzt.